Tschernohorski, Simon Polz' wohlbeleibter Kater, nahm den Frühling auf seine Weise wahr. Erst einmal verlor er das Winterfell. Es regnete rote Haare, sehr zum Missfallen der alten Erna, die dafür sorgte, dass Polz' Männerhaushalt auch weiblichen Ansprüchen so halbwegs genügte. Von Zeit zu Zeit gab Tschernohorski aber auch noch mit ungewohnter Hemmungslosigkeit dem Drängen der Natur nach. Als Polz spätabends von Karin Walter zurückkam, begrüßte ihn der Kater nicht mit freundlich distanzierter Gelassenheit wie sonst. Er stieß klagende Laute aus, krümmte den Rücken und vollführte ein paar steifbeinige Quersprünge. Polt betrachtete ihn nachdenklich. »Du bist kastriert, mein Guter.« Tschernohorski antwortete mit einem schauerlichen Schrei und sprang durch das offene Küchenfenster ins Freie. Simon Polt zündete eine Kerze an, die in einem einfachen Leuchter aus gebogenem Draht auf dem Tisch stand. Er nahm das angekohlte Zündholz und spielte mit dem kleinen Feuer, wie er es schon als Kind gerne getan hatte. Dann lehnte er sich zurück und schaute in die Nacht hinaus. Als Polt früh am Morgen seinen Dienst antrat, rief ihn Harald Mank zu sich. Er zeigte auf einen gelben Plastiksack. »Da sind Willis Sachen drin, ohne jeden Wert, wie sich denken lässt. Am ehesten werden sie wohl der Frau Raab zustehen. Geh sei doch so gut und bring das Zeug bei ihr vorbei. Übrigens, kannst du Frau Raab auch gleich sagen, dass die Leiche zur Bestattung freigegeben ist?« Polt nickte. »Was dagegen, wenn ich mich ein wenig über den Willi bei ihr erkundige?« Harald Mank klopfte mit dem Kugelschreiber auf die Tischplatte. »Immer noch neugierig, wie?« »Natürlich kannst mit ihr reden, aber achte um Himmels Willen darauf, dass kein Verhör daraus wird.« »Das liegt mir ohnehin nicht so.« Polt machte sich gleich auf den Weg. Antonia Raab wohnte in jenem etwas versteckten Teil von Burgheim, wo ärmere Bauern oder auch Landarbeiter kleine Häuser gebaut hatten. Viele davon waren in den letzten Jahren an Leute aus Wien verkauft worden. Angenehm ruhig war es hier. Und es blieb auch Platz für kleine Vorgärten, wie sie früher bei fast allen Bauernhäusern im Ort üblich gewesen waren. Frau Raab schob eben ihr Fahrrad aus der Haustür, als sie den Gendarmen erblickte. »Grüße, Herr Inspektor. Kommen Sie gerade zu mir? Ich wollte gerade einkaufen fahren.« »Mit dem Rad in Ihrem Alter? Respekt? Aber vielleicht hat's etwas Zeit damit. Es geht um den Willi.« »Um den Willi, sagen Sie? Ein Unglück ist das, nicht wahr?« »Kommen Sie ins Haus, Inspektor.« Frau Raab ließ das Fahrrad im Vorgarten stehen und ging voraus. In der Stube wischte sie mit ihrer altersfleckigen Hand imaginären Staub von einem Sessel. »Bitte, Sie sind doch der Herr Polt, nicht wahr?« »Bin ich, Frau Raab.« »Ich habe Ihre Eltern noch gekannt. Der Vater war Weinbauer in Brunndorf. Warum haben Sie den Hof eigentlich nicht übernommen?« Polt schaute die alte Frau offen an. Sie hatte ein rundes, runzeliges Bratapfelgesicht mit wachen Augen. »Schon mein Vater konnte den Hof nur als Nebenerwerb halten und ich wollte eigentlich nie Bauer werden. Lehrer, das wäre mein Traum gewesen, aber wer hätte die Ausbildung bezahlen sollen? Na, da habe ich's eben in der Gendarmerie versucht.« »Ach, so war das also. Und was haben Sie da drin?« Sie zeigte auf den Plastiksack. »Sachen vom Willi. Sie sind vom Gericht gekommen. Die Beerdigung kann jetzt übrigens auch stattfinden.« »Dann hat er ja bald seinen Frieden.« Frau Raab betrachtete die zerrissenen und beschmutzten Kleidungsstücke. »Alles zum Wegwerfen.« »Sagen Sie, Frau Raab, wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Pflegling gekommen?« »Nur der Willi ist ein Findelkind, ist als Säugling eines Tages vor meiner Tür gelegen. Und sterben habe ich ihn nicht lassen können. Und haben wollte ihn auch niemand. Mir ist er übrigens gleich komisch vorgekommen und dann hat mir der Doktor gesagt, was mit ihm los ist. Naja, irgendwie habe ich mich an ihn gewöhnt und gebraucht hat er ja kaum etwas. Natürlich haben sie im Ort über mich geredet. Wie kann man nur so blöd sein und sich sowas antun?« »Nur gut, dass es Leute wie Sie gibt, Frau Raab.« »Ab was? Aber wer hier in Burgheim den armen Kerl in die Welt gesetzt hat, das hätte ich schon immer gern gewusst. Naja, die liegen wohl schon auf dem Friedhof draußen. Irgendeine leichtsinnige, psoffene Geschichte wird's gewesen sein, wie das halt so ist auf dem Land. Und für die Folgen, da geniert man sich dann.« Polt schaute zum Fernseher hinüber. Eine gehäkelte Decke lag darauf.
Hat sowas den Willi eigentlich interessiert? Wie, was? Sie folgte seinem Blick. Ach, Fernsehen, meinen Sie? Nein, das war ihm zu kompliziert. Und Langeweile hat er nie gehabt. Er ist einfach stundenlang irgendwo gesessen und hat vor sich hingeschaut. Weiß ich? Simon Polt stand auf. Danke, dass Sie für mich mit dem Einkaufen gewartet haben. Warum denn danke? Ohne Mann und in meinem Alter ist man froh, wenn jemand dafür sorgt, dass die Zeit vergeht. Dann darf ich also wiederkommen? Frau Raab lächelte kokett. Nur so ein fescher, junger Gendarm? Danke. Polt gab ihr einen lautstarken Kuss auf die runzelige Wange, ging und ließ eine alte Frau zurück, die verwirrt den Kopf schüttelte. In der Dienststelle traf er Inspektor Holzer an, der von einem Schriftstück aufblickte. »Hallo, Simon. Ich habe hier den Bericht über den Opel Olympia vom Horst Breitwieser. Recht unterhaltsam, muss ich sagen.« »In welcher Weise?« »Naja, die Unfallschäden, die bringen nichts Neues. Aber technisch ist das Auto bemerkenswert. Eigentlich funktioniert nur noch die Hupe einwandfrei.« »Aber der Herr Breitwieser war doch mit dem Opel recht häufig unterwegs.« »Es ist ja das Erstaunliche.« Der Motor ist auf 3 statt auf 4 Zylindern mehr gestolpert als gelaufen. Gebremst hat nur noch das blanke Metall. Und die Lenkung war fürchterlich ausgeschlagen. Zusammen mit dieser unglückseligen Öldruckfederung, da muss es ein Kunststück gewesen sein, das Auto überhaupt auf der Straße zu halten. Das wundert mich, dass sich der Breitwieser nicht drauf ausgeredet hat. Das war vielleicht gegen seinen Ehrenkodex. Alte Herren sind da oft ziemlich eigen. Ich werde mit ihm drüber reden. Sonst noch was los? Ja, nicht viel. Eine Anzeige von Frau Habesam gibt es. Ihr Fahrrad ist verschwunden. Na, das schaue ich, aber passiert ziemlich häufig in letzter Zeit. Exakt 6 Mal in knapp 2 Monaten. Holzer grinste. Aber wir werden den Drahtesel bald wieder haben. Ganz meine Meinung. Ich bin nur gespannt, wo er diesmal liegt oder hängt. Die ersten Fundorte waren eine Baumkrone und ein Presshausdach, nicht wahr? Und dann haben wir das Rad auf dem Friedhof entdeckt, und zwar in einem frisch ausgehobenen Grab. Wirklich originell. Holzer nickte. Später ist es dann im Wiesbach gelegen. Und erst vor kurzem haben wir es aus der Burgheimer Kläranlage gefischt. Ziemlich anrüchige Sache. Naja, die liebe Frau Habesam hat ja nicht nur Freunde. Wenn da ein paar im Weinkeller zusammenhocken, dann kann schon was dabei herauskommen. Ja, und wir haben die Arbeit. Du sagst es. Polt schlug mit der flachen Hand auf einen dicken Stapel Papier. »Gehört alles mir, zum Teufel damit!«